Ja, Momo Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich weiß jetzt nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, weil wir uns in einer neuen Aufnahme befinden und da kann ich übrigens nicht hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Lux wieder da ist. Und unsere Quest sagt uns, dass wir hier hin sollen. Die Grüne, habe ich gerade gesehen. Verteidigungsstrategie. Sammeln Sie Material, um die Wachtürme zu verstärken. Ah, genau, die Ressourcen sollten wir dahin bringen, ne? Ah. 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 Okay, jetzt muss ich zurück, oder was? Kehren Sie zum ersten Wachturm zu. Ihr seid doch scheiße. Ich meine, wir haben doch hier so ein Walkie-Talkie. Was soll denn der Scheiß? Ah. Renn ich halt hin. Wenn ich den Weg dahin finde. Ich habe so das Gefühl, ich laufe falsch. Ja, so dezent. Ist dezent falsch, ne? Wir laufen mal in diese Richtung. Komm ich hier durch? Ich hab keine Augen. Okay. Was bist du? Das sind aber keine normalen Steine. Das kann man mir nicht erzählen. Das wäre mir neu, wenn Steine so wachsen würden. Ja, Freunde, ich weiß, Steine wachsen nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Naja. Zurück. Jetzt so viele kleine Sachen. Einfach auf den ersten Blick uninteressant sind, doch dann sieht man hier, dass die Pflanzen reingewachsen sind. Da liegt eine Schaufel drin. Wieso nimmt niemand die Schaufel? Das sind freie Ressourcen. Entweder sind die wirklich sehr primitiv und glauben nicht an so ein Hokuspokus wie eine Schaufel, oder sie sind einfach dumm. Ich denke mal zweiteres. Ich glaube, da können wir auch klettern, oder? Ja. Das ist wunderschön. Hey, das ist eine Höhle. Was bist du denn für einer? Negativer Eintrag von Zeros Tagebuch. Diese Höhle kommt mir verdammt bekannt vor, weil sie aussieht wie eine andere. Es ist ein bisschen billig gemacht und hier ist nichts zu finden. Waren wir hier vielleicht drin? Sieht es deswegen so aus, als wären wir hier schon mal drin gewesen? Weil wir hier schon mal drin waren? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt entweder, Zero, du bist verdammt dämlich, oder Zero, du hast verdammt recht. Sucht es euch aus. So, dann klettern wir hoch. Ich bin der Meinung, dass ich hier noch nicht drin war in der Höhle, aber da ist halt nichts in der Höhle, außer vielleicht ein paar Pilze. Ich meine Pilze. Können wir gar nicht mehr sammeln, schon seit Jahren nicht mehr. Da kann man hochklettern. Habt ihr das gesehen? Was? Ich dachte, ich komm hier hoch. Deswegen bin ich hier hochgegangen. Ich wollte eine Abkürzung. Das war nicht der Deal. Überlebe ich das? Safety first. Ich hab gedacht, das ist wieder eine Abkürzung. Die haben mich verarscht, Freunde. Dieses Spiel verarscht mich von vorne bis hinten. So. Klettern wir halt hier rauf. Und was mich interessieren würde, ist, warum können wir auf das Haus aufklettern? Kann sein, dass es eine Quest wird. Klar. Ah. Alles Mögliche kann eine Quest sein. Die Schaufel kann eine Quest sein. Aber das interessiert mich jetzt mal. Ich grüße Sie. Sie sind zu Fuß hier? Also, okay, ich glaube, ich muss zu dir. Ich grüße Sie. Sie sind keiner von den Eindringlingen. Was bringt Sie ins Quest? Quest? Achso, zum ersten Turm. Ah. Wo war das Viech? Du warst das nicht, oder? Ich kann mich nur erinnern, dass ich mit ihm gesprochen habe. So, Turm. Wir suchen den Turm. Hä, was? Hier ist auch grün. Hier, wo wir gerade stehen, da war es grün. Gerade eben war es hier noch grün. Brauchen Sie zu schützen. Was habe ich getan? Weiß nicht. Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Das heißt, ich bin total orientierungslos. In die Richtung? In die Richtung, okay. Das ist doch der Turm.
Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Okay. Okay, das war schlecht, ich geb's zu. Ich denke gerade Kaninchen. Krass. Oh! Hallo, Zielscheibe. Hallo. Wollte ich gerade sagen, wie bist du so schnell von da unten nach oben gekommen? Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Soll ich was mit dem Bogen machen? Was soll ich denn mit dem Bogen machen hier? Aha! Was ist denn? Worauf schießen Sie? Hast du das nicht gesehen? Okay. Kann ich dich runterschubsen? Du bist ein Idiot. Ich sollte mich selber runterschubsen. Ich bin ein Idiot. Ich wollte klettern und hab's abgeschossen. Wo ist das Viech jetzt? Ach, da. Das wollte ich tun. Nichts anderes. Ist übrigens, crazy, wie ihre Haken da hängen. Ich meine, sie greift Metallbarriere. Sie greift die Haken sehr schnell. Dabei sind sie irgendwie festgemacht an ihren Sachen. Ich habe keinen Sprengstoff. Woher kriege ich das? Ich hätte eine Flasche mit. Ich habe eine Flasche hinten dran, oder? Ist ein Messer? Nee, ist ein Messer. Wie mache ich das jetzt mit dem Werkstoff? Nein. Ach komm, weißt du was? Ich habe unendlich Sachen. Ja, wie mache ich das jetzt mit Sprengstoff? Das ist jetzt mal ein bisschen kacke. Die Munition ist auch knapp. Ja, wir haben keinen Sprengstoff. Ganz einfach. Wieso ist hier eine Leiter? Wieso kann ich keinen Walljump machen? Mann, sonst wäre ich da auch easy hingekommen. Egal, scheiß drauf. Wir brauchen so einen Scheiß nicht. Wir werden irgendwann nochmal Sprengstoff herstellen können und oh Gott, bin ich blind. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Ist der Prophet jetzt gestorben? Ist er verhaftet worden? Wo ist der jetzt hin? Seltsam. Egal, soll es nicht stören. Ich stehe sowieso nicht auf Propheten. Das sind alles nur so eine Geier, die Geld wollen. So, und wir begeben uns jetzt zu unserer Hauptmission. Was haben wir bekommen? Erfahrung haben wir bekommen, ne? Bullshit. Ah, Holz habe ich immer noch genug. Weil ich gedacht, ich muss sehr viel sammeln in diesem Spiel. Also klar, es gibt natürlich was zu sammeln hier für mich. Aber ich dachte, so Holz und so werde ich immer sammeln müssen. Aber nö, meinte ich nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hinrenne. Hier ist auf jeden Fall schon mal Munition. Das ist gut. Und ein Seil. Ach, da, ich habe mich gerade auf eine Kiste gefreut. Dann waren wir hier schon. Ah, gut. Richtung Quest, Freunde. Ich lasse mich zu leicht ablenken, ich weiß. Ich sehe etwas und muss da einfach hinlaufen. Wie zum Beispiel hier. Was soll der Scheiß? Wer macht sowas? Was soll hier sein? Hier ist nix.
Das ist alles eine reine Verarsche hier. Hier ist aber nix. Oben ist irgendwas, ja. Ich lass mich ablenken und krieg dafür nichts. Esse, lauf doch darüber. Jetzt läuft sie da durch. Was ist nicht mit dir in Ordnung, Mädel? Ist komisch. So, da hinten steht jemand. Ich denke, wir müssen da hinten hin. Wir waren doch in dem... Wir haben das Ding gemacht, oder? Ich bin mir sicher, dass ich das gemacht habe. Oder die anderen optionalen Gräber werden einfach nicht gezeigt. Warte, wie viel optionale Gräber gibt's hier? Das können wir sehen. Oh! Oh. Das ist ein... kleines Gebiet, ja. Gibt es insgesamt 4. Eine haben wir schon gemacht. Wie sieht's hier aus? Und hier? Gräber haben wir hier abgeschlossen, ne? Wo soll denn jeder... Mein Herz brennt? Moment. Ich grüße Sie. Ist das der, den wir schon kennen? Ich glaube ja nicht. Doch, das ist doch der, den wir kennen. Oder? Ich gehe mal kurz rein und gucke, ob ich mich erinnere. Ah. Ah. Oh. Gefunden haben wir es, aber wir haben es gar nicht untersucht. Gut, wir brauchen ein Drahtseil. Ich verstehe. Aha, LT. Das war der hier hinten, ne? Aber wozu ein Tauchsprung? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach. Das hat nichts gemacht. Ich dachte, hier ist ein Geheimnis oder so. Wieder verarscht. Ich bin hier nur verarscht, Freunde. Ja, ich weiß, dass es da ein optionales Grab ist. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts. Wir gehen einfach mal weiter und gucken, ob wir dieses Drahtding jetzt kriegens bekommen. Hallo. Neues Basislager. Ja, das wollte ich doch. Hühnchen! Hühnchen, Hühnchen. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Ich kann die Hühnchen nehmen. Komm her, Hühnchen. Hallo. Ich will das verdammt tun. Eine Herausforderung. Wo soll ich die hin tun? Ja. Herausforderung. Wo was? Mission Herausforderung. Mehr Infos bitte? Ich hab's nicht genau gelesen. Ich wollte mich verarschen, oder? Hängen gelassen. Ach, Kaninchen losschneiden. Ach so. Tauchsprünge. Ah. Kürbis werfen. Ja, komm, weißt du was? Das mache ich selber. Kein Schwein braucht Hühnchen. Jacob vertraut Ihnen. Das genügt. Gut, setzen wir uns hier erstmal hin und lassen die Hühner erstmal Hühner sein. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt.
Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ich behalte mal die Maschinenpistole. Ich glaube, die ist ein bisschen besser. So, poliertes Magazin. Aufgrund des reibungslosen Ladens aus einem polierten Magazin wird das Nachladetempo erhöht. Anwendbar bei allen Maschinenpistolen. Ja, mache ich. Easy. So. Na gut, gehen wir mal hier machen. Mach mal hier ein Update hier. Upgrade. Hohengewinde. Ein ausgewogener Schaft, der ein schnelleres, erneutes Spannen und Feuern ermöglicht. Anwendbar bei allen Hornbögen. Ja, komm, böse nicht. Bei allen Hornbogen, es gibt mehr. Ja gut, mir egal, ich wollte das nur gemacht haben. Wir haben 2 Punkte frei. Gibt's wieder was Neues für uns? Ah. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich. Erleiden Sie nach einem erfolgreichen lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Oh, das ist cool, ja, brauchen wir aber nicht. Erledigen Sie Feinde mit Rüstung sofort und zeitlich perfekt abgepasstes Drücken von Y beim Ausweichkonter. Ja, komm. Klingt gut. Warum machen wir das? Doppelschuss. Während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf Zielen nach dem Auslösen treffen. Was? Achso, ich muss auf Sie halten. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, wie die Schüsse treffen werden. Entweder Körper oder Kopf. Okay. Dafür brauche ich noch die Fähigkeit, länger zu spannen, oder? Ich glaube schon. So viele Hühnchen. Eigentlich kann ich sie alle dahin jagen und dann einfach transportieren. Der Vogel ist durch die Wand. Ach, wir müssen dahin. Oh. Ich denke mal, wir werden automatisch hier lang laufen. Und daher, was soll's? Was? Verbündeter in der Nähe? Du? Oh, hallo. Haben Sie die Totems bei einigen der Höhlen gesehen? Seien Sie an solchen Orten vorsichtig. Totems? Aha. Und wo soll der Typ sein mit der Quest? Das kann er gar nicht meinen, oder? Ich denke mal, hier ist irgendwo noch eine andere Höhle in der Nähe. Ich sehe hier sonst keinen Typen, der mir eine Quest geben könnte. Ja, das Mädel da oben vielleicht. Hey da! Oh, hallo. Auch keine Quest. Es gibt da draußen eine weiße Wölfin. Ich habe sie nie selbst gesehen. Aber es heißt, dass sie nur nachts jagt. Oh, nachts. Weiße Wölfin, merke ich mir. Vielen Dank, Madame. Bringt das was, hier hochzuklettern, ohne dass es, außer dass es cool wirkt? Ich glaube nicht, ne? Das soll nur cool wirken, okay. Du vielleicht. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Ja. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Missionsbelohnung. Byzantinische Münzen, jedes Grab. Skara Umbra Outfit, alle Gräber.
Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Ja, okay. Die Anhänger des Propheten flohen, doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Das heißt, wenn wir diese vier Gräber, die sich hier noch befinden, holen, sollte das denn brennen, dann kriegen wir alles, was wir wollen. Optional das Grab, das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Auf der Karte wird es mir aber nicht angezeigt, ne? Ja. Krypteneingang. Das könnte es sein, das könnte es sein. Habe ich da gerade irgendwas leuchten sehen? Ach, Lara. Ha! Es war eine Truhe. So. Repetiergewehrkomponente. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das kann man gebrauchen. Muss es doch sein, oder? Ah, das sieht gut aus. So. Auf ihn. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, werden wir morgen dieses wunderschöne Gebäude inspizieren und gucken, ob es ein Grab ist oder auch nicht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.